nicht klappt. Boah, was geht ja, hier ab? Es leuchtet! Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei Let's Play Destiny Together. Wieder im Handgepäck der gehirnlose Elefant und Makatze. Sagt mal hallo. 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 So, wir spielen heute der Schwarze Garten und ein kleiner Spoiler, es ist die finale Mission der Kampagne. Mega geil zu spielen, das Ganze auf Schwierigkeitsgrad schwer, Level 22 und es soll schon losgehen. Ich denke, wir haben nur eine einzige Chance. Wenn wir es schaffen, retten wir den Reisenden. Wenn nicht, erobern die Vex unsere Welten. Wie auch immer es ausgeht. Ich bereue nichts. Oh, wie theatralisch. Da freut man sich ja richtig loszulegen. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. La 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 la. Okay, das reicht jetzt. So, wieder auf Planet Sniggers. Und wir müssen durch Schwarze Tor. Auf die Sparrows und los geht's. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Was machst du da? Wo hin? Wer bin ich? Was mache ich hier? Ah? Wir sind jetzt schon in den Sweatlands. Wow. Da wollen die Killerroboter was von mir. Wo muss ich her? Es ist immer sehr verwirrend. Alles sieht gleich aus hier. Immer den Makatzen hinterher. Sind wir schon da? Nein, es dauert noch ein bisschen. Und jetzt? Riesenpass. Ah, das schwarze Tor. Dahin müssen wir doch. Ich sehe schon. So, dann wollen wir mal ein paar Roboter auseinandernehmen. Demontieren. Ich gehe mir voll auf den Sack mit seinem scheiß Teleport. Die Minotauren sind, glaube ich, so die verhassten Gegner in Destiny. Ja, die sind echt. Boah. Junge, ich bin tot! Oh, da ist ein Hydra, pass auf. Aha. Ja, Junge, schluck alles! Sie schluckt gerne. Yes. Boah, was geht ja, hier ab? Es leuchtet! Läuft bei uns. Junge, was geht? Ich hab so voll die abgefuckten. Ich lauf da durch. Alter, alles ist verzerrt. So Leute, nur die Harten kommen in den Garten. In den schwarzen Garten, deine gelungene Überleitung. Wenn das der schwarze Garten ist, ist er außerhalb von Raum und Zeit. Krasse Scheiße, kann man die boxen? Nee, kann man nicht boxen. In einer Art Stasis. So, wir sollen hier nach Energie suchen. Ach, wir fliegen gar nicht durch, ne? Was tut er da? Jetzt liegt er da vorne schon. Voller ja, Abcaken, ey, hier. Erstmal eine Granate in den Hals. Ich würde mir auch hier so eine Statue in die Wohnung stellen. Ja, stell mal vor, die Helle wacht dann zum Leben. Gute Idee. Voll supi. Dann hast du so einen Todesroboter des Zorns bei dir in der Wohnung stehen. Der, ja, morgens, der morgens extra früh aufsteht, um dir Spiegeleier zu machen. Ja, sicher, das wäre mein Butler. Was denkst du denn? Ja. Alter Schwede, was geht hier? Weiter geht es. Oh, scheiße. 1 gegen 1 hier, alle. Wo sind die nächsten? Aufpass. Der Homo-Goblin. Da ist was von der Seite gekommen. Oh, nein, ihr kriegt mich nicht. Ich glaube, du bist da völlig alleine vorne. Ist mir egal, ich mach die alle platt. Alle tot auf dem Riverboat. Geil sieht das aus. Dann wollen wir mal weiter. Nicht ins Licht. Die Treppe du hoch nicht und. Ins Licht gehen. Was sehen wir da? Was extrem dunkles. Das muss das Herz. Schwarzen Magic Mushrooms. Geil. Sieht einfach nur geil aus. In der Pfütze spiegelt sich ja alles. Makatze guckt noch. Zu bestaunen. Und wir sind irgendwie in einer riesigen Höhle oder sowas. Hammer. Naja, weiter geht es, meine lieben Freunde. Alice Mose. Also für so eine fortgeschrittene Zivilisation
sind die echt schlampig mit dem Aufräumen. Die Vex hier halten die Barriere aufrecht. Erledige sie. Oh, ja. Nee. Die Visions, die Visivkreis. Ne. Nein, ich bin tot. Ah, nicht sterben. Nein, ich bin tot. Das ist dein Problem. Scheiße. Das ist unser. Ich auch. Er fickt dich ins Knie. Du bist genauso tot wie ich. Kann man da hoch? Kann ich da hoch? Oh, cool. Ich bin da. Guck mal über euch, ihr Penner. Hallo. Ich sehe aus wie ein Spartaner. Stirb. Geh weg. Ja, er ist auch hoch. Yeah. Na, bist zu fett, der Elefant. Das ist so geil gemacht hier. Hammer. So, genug von deinem Orgi. Orgi und die Kakerlaken. Da. Da. Meine lieben Freunde. Ich habe keine Angst. So. Ah, ich sehe schon, irgendwas Bedeutendes kann das vielleicht sein. Vor mir, oder? Egal, einfach drauf. Ach. Mich zu diesen Clustern. Hier sind wir. Oh. Tod den Ungläubigen! Ah, scheiße! Du bist, glaube ich, auch der Einzige in der anderen Richtung, ne? Wow, okay, der erste Datenspeicher ist jetzt... Bam. Pass auf! Ich schlag die Hydra kaputt! Ich hab sie kaputt geschlagen, jetzt bin ich tot. Ja, er kann so voll schnell sich teleportieren. Aber das war's dann mit ihm. Jetzt die andere. So, das Ding auch gut. Der zweite. Guck mal, der Elefant, der geht einfach durch, lässt uns hier kämpfen und wir müssen die Drecksarbeit alleine machen. Dankeschön dafür. Was macht er? Er flieht! Stirb, Motherfucker! Stirb! So, sauber! Oh, da kommen direkt die nächsten. Du kannst ja nicht einmal durchatmen und den Garten bewundern. Da machen die so schöne Welten als Entwickler und im Endeffekt kannst du nicht drauf achten, weil du dauerhaft unter Beschuss bist. So. Dann wollen wir mal durch dieses riesige Auge gehen. Irgendeiner will da drauf. Och, fühlt sich jetzt. Ja. Du bist besonders. Hallo. Und es öffnet sich. Normalerweise sind da immer böse Sachen hinter. Öffnest du dich? Noch nicht. Okay. Guck erstmal nach oben. Legosteine? Was passiert dort? Hä? What's going on here? Was ist What's das? What's going on here? Was ist das? Oh mein Gott! Voll Laser. Mein Controller vibriert gerade wie ein Bekloppter. Wow, was geht? Was ist ein pulsierendes das? Herz. Und ein Video. Was genau uns im finalen Kampf erwartet, das seht ihr am Mittwoch auf BATTV. Bis dahin, haut raus!